Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wir sind immer noch in, weiß ich gar nicht, im Hauptquartier, sag ich mal. Und wir haben in der letzten Folge erstmal unseren eigenen persönlichen Sklaven-Squad erstellt, der alles tut, was ich will. Und ja, wir müssen uns immer noch hier überall umgucken. Wir haben ein bisschen die Klassen trainiert, ein bisschen die Einheiten angeguckt und jetzt gehen wir in die R&D-Facility. Oh, das reimt sich. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott. Ein Fuchsgesicht. Ja, ich weiß, ich bin unglaublich. どうしたのリオン。なんだか盛り上がっているようだけど。わあ、クライス、見ろよ。銀太将尉だぜ。俺の兄貴。すみません、銀太将尉。彼はこういう口調ですが、わ。申し訳ない。僕はクライスチェルニー。ここでクライスチェルニー。 Gott. Mir tut's mir leid. リオンですよ。ウェルキン兄貴。ところで、ケンター将尉、この研究開発所にご用ですか？ここでは兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ライフルやマシンガンだけでなく、戦車も強化していくことができるんですよ。ただ、それ相応の資金が必要ですけど。Natürlich. Wir können also sozusagen alles hier aufleveln, sogar den Panzer. Ich sehe gerade, ihr beiden habt genau den gleichen Hintergrund. Hinter Kreis und hinter Leon sind genau der gleiche Panzer. So, wie man den Panzer aufrüstet. Ja, das kann ich auch so zeigen. Werde ich schon so zeigen. So, machen wir erstmal mit dem Panzer. Teile ändern. Ach ja, dann können wir das da so. Ach ja, doch gar nichts. Was ist das denn? Ich habe noch nichts, okay. Da hätten wir das schon mal erledigt. Machen wir die Waffen, Gewehre. Und dann können wir die hier so ein bisschen aufleveln, so. Wie viel Schaden die machen und so weiter und so fort. Dann können wir die auch sozusagen noch weitere Wege gehen lassen. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas ist hier gegen Panzer oder gegen Rüstung, eins gegen Person oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da können wir verschiedenen Leuten verschiedene Klamotten geben. Und dann können wir Verteidigung noch aufleveln. Die Edelweiß können wir aufleveln. Ach, hier ist das. Okay, aber die Edelweiß finde ich erstmal stark genug. Ich würde sagen, wir tun erstmal von alles hier ein bisschen was aufleveln. Zwar hat Gewehr. Ich glaube, es verändert sich auch ein bisschen später. Ah, mehr geht nicht. So, mehr Feuerkraft für die Maschinengewehre. Man hat eigentlich schon richtig gut Startkapital hier. Ah, verdammt. Und jetzt noch ein bisschen die Dinge aufballern.
In höheren Level sieht man echt so Veränderungen. Jetzt sieht man noch gar nichts. So. Sniper Rifles auf Ballern. Ich meine, im Panzer, wir haben nur einen Panzer und wir haben jetzt Hupsala. Und wir haben so viele Einheiten. Wäre es irgendwie besser, wenn wir die alle aufleveln. So, die Uniform natürlich. Für mehr Verteidigung. Das kann auch voll weit aufgeballert werden. Und vor Explosionsschäden, glaube ich. Ja, und wir haben nur einen Panzer und wir haben so viele Leute. Also doch besser erstmal die Leute aufzuballern. So, jetzt können wir ein bisschen. Jetzt gucke ich mal an, wie viel teuer das ist. Was kann man hier alles machen? Side Upgrade, Bulletproof Visor. Weiß nicht. Machen wir aber. Mehr HP, mehr Verteidigung. Machen wir mehr Verteidigung, mehr HP. Ach, und jetzt können wir halt hier so ausrüsten. Stimmt. So. Und damit ist unser Geld schon mal alles weg. Ja. Verdammt. So ein bisschen blöd, dass hier alles erklärt wird, ganz ehrlich, aber bald haben wir es hinter uns. So, jetzt kommen wir zum Buch zurück. Jetzt können wir zum Hauptquartier gehen. Ja, da können wir das machen, was wir gerade gemacht haben. Das muss jetzt nicht nochmal erklärt werden. Okay. Ich würde aber sagen, ab hier fängt sozusagen an, was wir. Ach komm, machen wir schon mal. Ja, ich beende doch nicht so früh den Part. 7 Minuten, hallo. 8. Entschuldigung. Ist auch blöd, ihr 3 Parts nur gequasselt. So, zwischendurch was passieren. Und sie ist jetzt auch in Uniform. Ja, Isara. Isara ist auch in die Heizung. エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんなよろしく。よろしくお願いします。ところで、イサラは何をやっていたんだい?戦車の整備スペースがこの奥にあるので、 ラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイト製鉄にかかわる。ガンツェルトストライテッド。それだけに。 Ja, und deswegen gibt's Krieg. So ein Dreck. ラグナイト資源が争いの種になっている。あ、帝国がガリアを侵略に来たのも、この国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば、兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは、父さんが使っていた信号銃です。 納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、
Tja, wie die Zeit verfliegt. Ja. Okay, die erste Operation. Natürlich. Wir werden direkt mit dem ersten Auftrag bombardiert. Dann lass mal hören. Unsere Mission. Ja, so ungefähr hieß ja das Kapitel. Okay. Da ist die Brücke. Ja, damit wir hier Versorgung des Imperiums ein bisschen kürzen können, nehme ich an. Kein Ding. ここまで驚異的な速さで進行してきた帝国軍だけに未だ防衛部隊の兵力は十分ではない。我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する前にバーゼル峡を奪還する。義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。 Hi. まで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません。すぐに出発します。まあ、所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも、私には戦果として期待外れでした。Bitch. いずれにせよ、バーゼル峡は重要な戦略地点、速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。今の人はダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍。 Das war nicht zu übersehen, dass er ein bisschen auf uns herabgesehen hat. Ja, im Krieg sind alle gleich, heißt es doch. そんなこと言っている場合じゃないのにな。さて、これより作戦を伝える。バーゼル峡奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉、西岸河川敷の敵拠点制圧を第7小隊に任せる。は。残る小隊は警戒を厳にし、 Okay. So eine Brücke zurückerobern, kein Ding. Skirmishes. Ach, das sind Zufallskämpfe, genau. Da können wir Erfahrungspunkte und Geld sammeln. Und ja. Das sind einfach so unsere Kämpfe, die wir zwischendurch machen können. Weil die Storykämpfe, die können wir nicht wiederholen, leider. Ein bisschen blöd. Und da haben wir unsere erste Mission perfekt. Ich dachte, die Cutscenes kommen ja auch noch. Also, passt ja perfekt. Dann fangen wir im nächsten Part dieser Mission an.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.